Hallo, heute gibt's wieder mal meine Monatsfavoriten, also die Produkte, die ich im Monat Oktober verwendet habe. Sage euch meine Meinung dazu und los geht's mit dem Video. Fangen wir mit Kosmetik an und ja, ich habe als erstes euch zu zeigen das hier, und zwar ist es von Catrice der Sun Glow Matte Bronzing Powder Water Resistant Medium to Darker Skin in der Farbbezeichnung 035 Universal Bronze. Ja, das war eigentlich immer so dieser Standard Bronzer von mir, den ich eigentlich immer verwendet habe. Und ich finde, jetzt geht es gerade noch ganz gut, muss aber, glaube ich, sagen, dass mir der dann zum Herbst-Winter zu dunkel ist. Muss da wirklich immer sehr, sehr vorsichtig sein beim Auftragen. Ich mag es einfach lieber, Bronzer zu haben, wo ich wirklich aufbauen kann. Also die wirklich nicht allzu dunkel sind. Und ja, also man sieht es ja eh, denke ich, fast schon an der Grenze, würde ich sagen. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich glaube, dass mir der dann bald wieder zu dunkel ist. Für den Sommer einfach perfekt, bis auf die Inhaltsstoffe dieses Produktes. Ja, aber bei dekorativer Kosmetik ist das halt immer auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise bin ich da nicht so extrem, dass ich da so drauf schaue, eigentlich mehr bei den Pflegeprodukten. Dass ich da mehr drauf schaue, aber normalerweise sollte ich ja auch dann bei dekorativer Kosmetik ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, das ist dann meistens sehr schwer. Aber es gibt bestimmt aus der Drogerie auch Bronzer, die von den Inhaltsstoffen relativ gut sind. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gut, dann habe ich von NYX dieses HD Studio Finish Powder. Und wow, ich liebe es. Also ich verwende das wirklich nicht im Alltag, nur bei, ja, aufwendigeren Make-ups oder auch am Wochenende, wo ich wirklich, oh, Wahnsinn. Ich glaube, das kann die Kamera gar nicht einfangen, wie es da staubt. Ich hatte noch nie so ein feines Puder wie das hier, und es gibt auch ein Puder, das auch sehr, sehr teuer ist. Kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, welches ich da jetzt meine, aber das tragt man sich aufs Gesicht auf und das hat so einen Nasseffekt. Und das ist hier auch der Fall. Ist irgendwie so ein kühlendes Gefühl, beziehungsweise nasses Gefühl, wenn ich das auftrage. Und die Haut ist total weich gezeichnet. Also wenn es das auch noch in Farbe geben würde, würde ich mir das sofort kaufen. Auf jeden Fall. Denke ich, wenn das leer ist, wird das bestimmt wieder mal nachgekauft. Aber ja, da komme ich bestimmt noch lange damit aus. Als Highlighter verwende ich auch in letzter Zeit sehr, sehr gerne den hier von Becker. Normal greife ich immer zu dem Mary Luminizer von The Balm, aber in letzter Zeit eigentlich gerne zu den Becker Highlighter in der Farbbezeichnung C-Pop, also Champagne Pop, ist ein Shimmering Skin Highlighter und er ist halt auch etwas dunkler, zumindest dunkler als der von The Balm, der Mary Luminizer. Ja, ist auf jeden Fall ein wunderschöner Highlighter. Becker macht einfach wunderschöne Highlighter, aber ich verwende ihn jetzt zurzeit einfach mehr, da ich noch eine eher, zumindest noch ein bisschen, eine gebräunte Haut habe. Und da kann ich den gut verwenden. Sonst zur kalten Jahreszeit ist mir dann der doch ein bisschen zu dunkel. Nummer 1 bei meinen Highlightern ist der Luminizer von The Balm. Aber auf Platz Nummer 2 kommt gleich der von Becker. Kommen wir zu Parfums. Und da verwende ich derzeit im Alltag die zwei. Und zwar ist es der Duft Alien. Und zwar ist das so ein Fake-Duft. Könnt ihr vielleicht auch sehen. Verwende ich aber sehr, sehr gerne für den Alltag. Ist ein eher schwerer Duft, eigentlich genauso wie ich es gerne habe. Und ja, der war auch sehr, sehr günstig. Ich glaube an die 5, 6 Euro oder so. Und als zweiten Parfum möchte ich euch den hier noch zeigen. Und das ist der von
Nihan aus der Drogerie. Der ist auch relativ günstig und für den Alltag sehr, sehr gut. Den würde ich mir sofort auch wieder nachkaufen um den Preis. Echt top. Ist auch ein eher, ja, Herbstduft, schwerer Duft. Ich liebe schwere Düfte. Schwere und süße Düfte sind einfach für mich im Herbst, Winter ein Muss. Obwohl ich ja eigentlich sonst keine süßen Düfte mag, also schon, aber die extremen Düfte, die so bärig süß sind, die muss ich halt nicht so haben. Weiter geht's mit meinem derzeitigen Gesichtswasser und ich habe es euch schon mal gezeigt und bin noch am Testen. Ich will jetzt noch nicht allzu viel sagen, aber ich verwende zurzeit das Gesichtswasser von Libeau und zwar, ja, dieses Gesichtswasser, was sehr nach Chlor duftet. Also so extrem ist es jetzt auch wieder nicht, aber es fällt natürlich schon auf. Und ja, wie gesagt, ich bin da noch am Testen, will da noch nicht allzu viel sagen. Ich würde sagen, ich bin gerade bei der Halbzeit am Testen. Und man kann ja meistens bei solchen Produkten erst nach 6 Wochen etwas sagen. Ich möchte das jetzt noch mindestens 6 Wochen testen, um euch dann eine Review abzugeben, wie das so ist, ob es meine Haut sehr verändert hat oder nicht. Aber bis jetzt bin ich eigentlich noch ganz positiv gestimmt dafür. Ich muss halt sagen, ja, ich arbeite in der Pflege, ich bin Krankenschwester und ich muss einfach auch täglich die Maske durchgehend tragen. Und das schadet meiner Haut in diesem Bereich hier wirklich so, so sehr. Und ich hoffe zumindest, dass vielleicht das Gesichtswasser das hinbekommt, denn zurzeit habe ich echt Probleme hier im Kinnbereich. Dann denke ich, jetzt sitze da besser. Dann kommt schon das nächste Riesending daher. Also, ja, ich habe die Hoffnung auf jeden Fall noch nicht aufgegeben und freue mich eigentlich, das jetzt so richtig auszutesten und werde euch bestimmt dann spätestens in einem Aufgebraucht-Video davon berichten. Dann habe ich in letzter Zeit auch sehr oft diese Gesichtsmaske, nein, nicht Gesichtsmaske, Haarmaske von New by Xlator verwendet. Ist die Sparkle on New Rose pflegende Kur. Von den Inhaltsstoffen auch gar nicht mal so schlecht, also da war ich wirklich positiv überrascht. Ist vegan, ohne Silikone, optimale Kennbarkeit, Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt ist, aber ein süßer Duft. Ja, wenn ich die wieder mal wo sehe, würde ich mir sie auf jeden Fall nochmal nachkaufen, denn sie ist eigentlich schon fast leer. Ja, mal sehen, aber ich habe ja jetzt eine neue mir gekauft. Und auf jeden Fall finde ich die wirklich sehr, sehr gut. Und wenn es die wieder mal wo zum Kaufen gibt und sehe, dann werde ich sie mir wahrscheinlich auch wieder mal nachkaufen. Dann habe ich mal dieses Puder hier von Babylove gekauft und zwar wollte ich mal testen, wie das so ist, wenn man Babypuder als Trockenshampoo verwendet. Und ja, es ist gar nicht mal so schlecht, vor allem für den Alltag ganz okay, aber man muss halt damit rechnen, dass man dann einen weißen oder gräulichen Schleier in den Haaren hat. Ich finde das jetzt nicht so extrem tragisch. Denn ja, ich mag es eher, wenn dann meine Haare ein bisschen so aschiger sind. Sie sind dann nicht komplett weiß oder so, von dem her, das so ist es nicht. Ich mache das auch gerne in die Haare am Vortag und gehe dann einfach damit schlafen. Bürste es am nächsten Tag aus und das reicht mir total. Und ja, ich muss da mal ein bisschen genauer schauen, wie die Trockenshampoos so sind von den Inhaltsstoffen her, ob es da nicht überhaupt besser wäre, auf das Produkt hier umzusteigen, ganz wegzudenken, wäre es für mich nicht. Also ich könnte nicht ohne Trockenshampoo. Die, die mich schon länger verfolgen, die wissen das wahrscheinlich auch. Aber ja, zumindest für den Alltag statt dem Trockenshampoo eine gute und schonende Lösung, finde ich. Ist auch mit Calendula, Jojoba und ist auch parfümfrei. Zu guter Letzt möchte ich euch noch das zeigen. Und zwar ist das von Balea dieses Duschpeeling, ein Ölpeeling, Schönheitsgeheimnisse, totes Meersalz mit Mineralkomplexen, pflanzliche Extrakte.
Riecht auf jeden Fall auch sehr, sehr natürlich und ich habe es jetzt wirklich auch schon sehr oft verwendet und hilft total gut. Man hat danach eine babyweiche Haut, der Duft ist angenehm. Ja, kann ich total empfehlen, würde ich mich sofort wieder nachkaufen. Die Konsistenz ist fast genauso wie bei den Rituals Duschpeelings, also sehr, sehr gutes und tolles Produkt, was ich euch wirklich ans Herz legen kann. Vor allem die Balea-Sachen sind auch relativ gut von den Inhaltsstoffen. Da kann man das fast eigentlich ohne schlechten Gewissens kaufen, verwenden. Preis-Leistung ist top. Ja, gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ja, meine Lieben, das waren meine Favoriten im Oktober. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.